10 Past 10, der Uhren-Podcast. Wir starten heute mit einer zweiten Folge mit Gast. Wir dürfen Burak begrüßen. Er ist euch wahrscheinlich bekannt als The Wrist Guy. Auf YouTube nicht zu übersehen. Großer Instagram-Kanal und ein bekanntes Gesicht in der Uhren-Digitalbranche. Hi Burak, schön, dass du da bist. Hi, grüß euch. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich auch sehr, dabei zu sein. Wir starten ja immer mit einer ganz klassischen Frage, die ja fast alle immer in ihren Podcasts oder Videos stellen. Und das ist immer ein ganz guter Einstieg bei uns. Und wir fragen, was trägst du heute am Arm? Lassen wir dich als Gast mal starten. Was hast du heute an? Ich trage heute meine Cartier Tank. Das ist eine Vintage Tank aus den 70ern. Cooles Modell, weil die noch mit dem Automatikwerk ist. Ich finde die Tank einfach super ikonisch. Was tragt ihr? Max, also, willst du sagen, vielleicht ein bisschen Geschichte zu erzählen noch von gestern? Ja, also so wie manche andere, die in Wien wohnen, haben wir uns gestern gedacht, wir schauen uns den neuen oder den dritten oder vierten Vollmond-Lounge von der Moonshine Gold an. Entschuldigung. Und wir waren bei der Hofburg für circa 4 Stunden. Und nach langem Warten, und ich trage sie heute direkt am Arm, also nicht neu, aber von diesem Badge, cool. Die Moonshine Gold, habe wie bei allen anderen Moonswatches ein direktes Band gewechselt, weil das ist bei dem genauso ein Scheiß wie bei den anderen. Und ja, ist ein nettes Gimmick. Sie haben jetzt zusätzlich da beim Chronographenzeiger diesen pinken Lumpspot drinnen, weil halt der Vollmond in diesem Monat ein pinker Vollmond oder roter Vollmond, weiß jetzt nicht genau, wie man sagt. Okay, krass. Ja, ein 285 Euro Stück Plastik. Bioceramic meinst du? Ja, Bioceramic natürlich. Ganz ein netter Gag. Der goldene Zeiger springt schon ein bisschen hervor. Und ja, war ganz spannend zu sehen, wer sich da so alle anstellt und warum sich so die Leute anstellen. Und man muss halt schon sagen, gell, durch die Bank geht's ums Flippen. Also sowohl vor mir als auch hinter mir. Die Kathi war auch circa 30 Plätze hinter mir nochmal. Da war genau dasselbe. Die paar Leute vor ihr und hinter ihr haben auch darüber gesprochen, dass sie die Uhr gleich wieder weiterverkaufen. Und interessanterweise, die ersten, die reingekommen sind, da waren vielleicht ein, zwei wirkliche Sammler dabei. Also einer war von 7 in der Früh dort. Und die anderen sind bei der Tür wieder raus mit dem Säckchen, haben das dort am Boden gestellt, fotografiert und es war gleich online gestellt. 10 Minuten nach Start waren die ersten schon auf Willhaben. eBay Kleinanzeigen. Ja, echt lustig. Ja. Burak, hast du auch eine Moonswatch oder hast du dich dem Ganzen entledigt und bist gar nicht eingestiegen? Ich habe eine, aber ich habe das ein bisschen unkonventioneller, bin ich da rangekommen. Also ich habe mich vehement dagegen geweigert, mich irgendwo anzustellen. Okay. Ich habe einfach einem Freund von mir gesagt, hey, in der Sekunde, wo du eine hast und sie nicht willst, sag mir Bescheid und ich nehme sie. Und fertig. Okay, gut. Und irgendwann hat er angerufen und hat gesagt, hey, ich habe die Maße, wenn du willst. Dann habe ich gesagt, ja, gepasst. Aber habe sie tatsächlich noch nie getragen, weil das Band ist einfach, ja, du sagst eh selber, ist das schlechteste Band, was ich, glaube ich, jemals gesehen habe. Absolut. Gut, dann ich noch zum Schluss, bevor wir mal einfach zu den Fragen kommen. Ich bin gerade in Hamburg. Und ich trage die Seiko Blue Lagoon Limited Edition Hirschband in dem Camo-Style. Cool. Einfach eine gute Uhr, um in einer Stadt wie Hamburg entspannt durch die Stadt zu gehen. Gibt dann doch ein paar Viertel, wo ich jetzt nicht offen mit einer Rolex rumlaufen würde. Aber auch einfach eine schöne Uhr. Auch auffällig. Ich war jetzt auch in mehreren Modegeschäften heute, habe ein bisschen eingekauft und die Verkäufer haben immer gleich gefragt, was das ist. Sieht man halt doch nicht so oft. Genau, und schöne Urlaubsuhr, schöne Touruhr. Und man muss auch keine Angst haben, dass sie kaputt geht. Ja. Genau. Ja, Burak, erzähl mal, wie bist du zum Thema Uhren gekommen, wie YouTube und so weiter? Ich glaube, wir fangen einfach mal mit Uhren an. Wie bist du in dieses Hobby reingestolpert? Eigentlich relativ typisch, so wie viele von uns wahrscheinlich, über den Vater und über den älteren Bruder. Vater war auch leidenschaftlicher Uhrensammler, mein Bruder hat auch viele verschiedene Uhren und so sieht man das halt natürlich immer und stellt sich immer vor, welche Uhr man selber mal haben will und so weiter und so wächst man dann halt in das ganze Ding rein. Das hat bereits in jungen Jahren angefangen, hast du dann
quasi als Kind bereits Flickflack, wie wir schon immer haben, die Klassiker auch schon getragen oder später dann? Ja, erst? Ich hatte als Kind so eine Swatch mit einem blauen Ziffernblatt, einfach mit so einem Stahlband, und die habe ich relativ gern getragen. Ich habe immer eine Casio getragen und so weiter. Also das war schon immer bei mir präsent. Und zum Abi habe ich dann die erste, also richtige mechanische Luxusuhr bekommen von meinen Eltern. Und danach ist es eh losgegangen. Und ich bin halt ein bisschen verrückt. Ich habe halt so die Eigenschaft, wenn ich vor einer großen Entscheidung stehe, dann bin ich da wirklich so ein Nerd und will da wirklich jedes Detail wissen und habe mich dann erkundigt mit Werk und Wertbeständigkeit und Markengeschichte und Modelllinien und so weiter und bin halt dann irgendwie immer weiter rein in das Ganze. Was war das für eine Uhr? Magst du das sagen? Oder? Das war eine Breitling Super Ocean. Die hat damals noch, ich glaube, die kostet jetzt deutlich über 5. Die hat damals noch gekostet 3.500 oder irgendwie sowas. Ja. Und das war sozusagen die erste Uhr, die ich gehabt habe. Und die habe ich auch relativ lange, so jeden Tag immer getragen. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt das war ein Geschenk und ich will mir jetzt irgendwann die eigene Uhr selber kaufen und bin dann relativ schnell zu Nomos gestoßen. Und Manufakturwerke und Glashütte und bla bla bla. Und dann kommst du natürlich immer tiefer rein, immer weiter rein. Und das wissen wir eh alle, wenn du da einmal drin bist, kommst du auch nicht mehr so schnell wieder raus. The Rabbit Hole sozusagen. Ja, genau. Also Breitling ist auch eigentlich für mich so eine Marke, die ich würde mal um die Abi-Zeit, bisschen früher ist, da ist, finde ich, ist das so eine Marke, die extrem präsent ist. Irgendwie, ja. Ich finde, später verliert man so ein bisschen, wenn man dann die anderen Marken kennenlernt. Und wir hatten ja, Max, auch schon öfters die Diskussion, dass wir die Uhren eigentlich ganz cool finden, aber irgendwie gerade so der Hook fehlt, dass man jetzt sagt, oh, eine Breitling brauche ich. Aber wie bist du denn auf Nomos gekommen? Weil das ist ja dann doch wirklich speziell. Ich habe tatsächlich, weil ich eben vor der Entscheidung stand, welche Uhr kaufe ich mit meinem eigenen Geld, war ich dann eben, okay, was soll's werden? Dann habe ich mich schlau gemacht, was ist denn in der Uhr drin, die ich schon habe, und habe dann relativ schnell herausgefunden, dass das ein zugekauftes Werk war. War relativ enttäuscht damals, weil ich dachte, okay, so eine prestigeträchtige Marke wie Breitling, wie kann das sein, dass die keine eigenen Werke bauen? Ja. Und war dann ein bisschen enttäuscht und habe dann geschaut, wer baut denn Manufakturwerke so im Preis für 2000 Euro ungefähr. Und dann bin ich gekommen auf Nomos natürlich und Frédéric Constant zum Beispiel. Und Frédéric Constant war mir dann ein bisschen zu barock, ein bisschen zu bieder. Und da habe ich gesagt, okay, dann Nomos it is. Nee, ist ja auch mit dem ersten oder so ein bisschen Bauhaus-Design und dann sehr clean und klassisch. Ja. Eigentlich super schöne Uhren. Max, wie ist deine Meinung zu Nomos? Schwierig, ich finde sie, obwohl ich normalerweise sehr Fan von schlichten Uhren bin, ist es mir ein bisschen zu fad teilweise. Ich finde die arabischen Ziffern sehr schlicht, aber halt schon ein bisschen zu langweilig eben. Also eher so ganz, ganz, ganz unterschwellig. Und das ist ja halt genauso eine Spur zu viel. Und mir gefällt auch dieses schmale Gehäuse normalerweise nicht. Also dass die Uhr eigentlich fast nur Ziffernblatt ist. Das ist nicht so ganz meins, muss ich irgendwie sagen, ja. Ansonsten natürlich großartig. Hat für dich eigentlich, weil du eben gesagt hast, du warst ein bisschen enttäuscht bei Super Ocean, hat das, abgesehen davon, dass du die Uhr jetzt zum Abi bekommen hast, aber hat das den Wert für dich irgendwie gemindert? Von der Uhr? Ja, schon irgendwie, weil ich war dann eben so, nachdem ich rausgefunden habe, dass das eben ein ETA-Werk ist, das war ein Valjoux 7750. Und wenn du da einmal so ein bisschen das geknackt hast und weißt, wie ein Valjoux 7750 im Layout ausschaut, im Ziffernblatt, siehst du das Werk plötzlich überall. Bei vielen, vielen Uhren. Und plötzlich habe ich dann das Werk gesehen. Ich habe das Werk in der Uhr am Arm, die 3.500 Euro kostet, und sehe das gleiche Werk in der Uhr, die 700 Euro kostet, 800 Euro kostet, 1.000 Euro kostet. Ja. Und dann denke ich mir halt so, okay, habe ich da jetzt irgendwie viel zu viel dafür bezahlt? Und irgendwie war es dann doch, irgendwie hat es dann so einen bitteren Beigeschmack für mich gehabt, tatsächlich. Es ist halt irgendwie spannend, wenn man bedenkt, dass quasi eben um diese Uhren-Thematik herum ja so viel mehr als die Technik eigentlich eine Rolle spielt. Ja. Also sind die Typen wahrscheinlich auch ganz unterschiedlich. Ja, auf jeden Fall, sicher. Und wie lange hat es eben gedauert von der Breitling, die du quasi geschenkt bekommen hast, zu der ersten eigenen? Weil du gesagt hast, du hast sie sehr lange getragen. Ich glaube, es waren... Wann war das? Ich glaube 3 Jahre oder so. Also das war halt für mich in dem lang, weil ich war natürlich relativ jung, also relativ lang für mein damalig sehr kurzes Leben. Aber ja.
Und mit der Nomos war dann der Damm gebrochen. Also hast du das Gefühl gehabt, eigentlich reicht es mit der Breitling auch für den Rest deines Lebens, oder war klar, es müssen einfach oder es kommen auf jeden Fall mehr im Laufe deines Lebens? Das erste Jahr war es immer so, dass ich gesagt habe, okay, die Breitling reicht mir, so fürs erste Jahr. Und danach, irgendwann siehst du dann andere schöne Uhren und irgendwann lernst du eben. Und in der Sekunde, wo ich eben das über das Werk gelernt habe, dachte ich, okay, ich will jetzt auch mal eine Uhr haben in einem Manufakturwerk, weil das war mir da irgendwie, das war dann so das Nächste, was für mich so magisch war. Und das wollte ich dann. Und dann führt natürlich das eine zum anderen und so endet man hier. Ja, erzähl ruhig, was waren so die nächsten Milestones in Anführungszeichen? Also hast du dann erstmal geschaut in dem gleichen Bereich, oder hast du dir dann gedacht, okay, nee, jetzt möchte ich eine richtige Luxusuhr, weil ich würde mal sagen, Nomos ist ja so ein bisschen wie ein Mittelklassewagen, jetzt bildlich gesprochen. Ja. War es dir dann eher wichtig zu sagen, okay, jetzt haue ich mal auf die Kacke und kaufe mir was Teures, oder wie waren so die nächsten Schritte dann für dich? Der nächste Schritt war, dass ich bin ja aus der Türkei ursprünglich und da gibt es in Istanbul den großen Basar. Da kann man alle möglichen Dinge kaufen, da gibt es sehr viel gefälschte Uhren. Viele, viele und Uhren, weil ja. Mich natürlich, genau. Und weil mich dieses Thema so fasziniert hat, habe ich mir immer diese Uhren angesehen, ja. Um immer zu schauen, okay, erkenne ich jetzt, ob sie echt ist oder nicht. Und da habe ich dann mal gesehen, eine GMT Master. Und für mich war damals Rolex total unsympathisch, weil ich dachte, das ist irgendwie voll die Angeberuhr, weil ich wusste noch nicht so genau, was dahinter steckt. Und ich dachte mir so, okay, was hat das so dahinter? Und habe mir so eine gefälschte GMT gekauft tatsächlich. Das war, da war ich, glaube ich, 20 oder so. Und fand die ganz witzig, aber ich wollte sie irgendwie auch nicht tragen. Die hat gekostet 100 Euro, glaube ich, 150 Euro. Und ich wollte sie auch nicht wirklich tragen, weil das war mir unangenehm, dass ich mit einer gefälschten Uhr rumlaufe. Und wollte halt irgendwas in die Richtung haben, aber es sollte irgendwie keine Rolex sein, aber irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Und die war dann doch zu teuer. Und dann bin ich auf Omega gestoßen. Und habe dann mit viel Discount, ich glaube, es waren 4.000 Euro oder sowas, habe ich dann eine Aquaterra GMT gekauft gehabt. Da habe ich mir wieder Geld gespart und habe dann eine Aquaterra GMT gekauft. Aber das hat irgendwie diesen Itch nach einer echten Rolex irgendwie nicht so wirklich gestillt. Ich habe dann die Omega gespart, es war ganz cool. Aber irgendwie war es halt doch so, okay, doch ein bisschen zu groß, noch ein bisschen zu dick. Und irgendwie war das nicht so wirklich. Und lass mich überlegen, was kann man eigentlich noch? Ja? Gibt es von Akku? Ja. Okay. Ja, gibt es tatsächlich noch, ja. Okay. Ja. Fand ich aber total faszinierend, dass die halt ein cooles Werk hat, dass sie dieses Koaxialding hat und so weiter. Das war schon cool. Und dann habe ich mir irgendwann mal, wie war das? Dann habe ich mir die eingetauscht und habe noch was draufgezahlt und habe mir eine Two-Tone GMT Master geholt. Okay. Und so fängt es dann eh langsam an. Ja. Genau, und so fängt es dann langsam an. Und das war dann Two-Tone und irgendwie fand ich es cool. Aber zu der Zeit hatte mein Bruder sich tatsächlich eine vollgoldene Uhr gekauft. Und ich fand die an ihm so cool. Und ich dachte immer so, Two-Tone war dann irgendwie doch nicht so das Wahre. Dann dachte ich entweder Stahl oder Vollgold. Two-Tone ist seitdem irgendwie nicht so wirklich was für mich. Ja. Und dann, ich weiß nicht, dann wird es halt immer mehr und immer mehr. Und ich weiß gar nicht, was ich mir dann als nächstes geholt hatte. Aber das eine führt dann zum anderen. Damals war doch der Hype noch nicht so groß. Damals konntest du ja eben Rolex-Uhren gebraucht günstiger kaufen. Ja, ich habe kurzer Side-Fact. Ich hatte es ja gestern schon bei uns in der Story gepostet. Ja. Ich heirate im August und bin bei Wagner auf der Liste für die Pepsi. Und hatte dann einfach mal eine E-Mail hingeschrieben und hatte gefragt, ja, dass ich im August heirate und ich überlege, eine Hochzeitsuhr zu kaufen. Und irgendwie wollte ich mal fragen, wäre es denn möglich, dass die dann zu bekommen wäre? Also ich wollte nicht mal tricksen, sondern ich wollte wirklich fragen, ob es eine Möglichkeit ist. Sie waren dann so nett und haben mich am nächsten Morgen angerufen und meinten, dass sie die Idee ganz toll finden, aber ich müsste trotzdem weitere 7 Jahre warten. Super. Genau, also deshalb zu deinem Punkt. Ja, damals konnte man wahrscheinlich noch einige Rolex-Modelle ganz gut bekommen. Ja. GMT wird dann anscheinend jetzt gerade doch wirklich schwierig, zumindest im Regulär beim Konzessionär. Genau. Ja. Hat die Hochzeit jetzt verschoben auf 2030? Ja, konnte noch nicht überzeugen. Wie war das damals für dich, eine Two-Tone, dein Bruder mit Gold? Habt ihr die Uhren ganz normal getragen? Also wart ihr einfach so scheiß drauf, wir können's? Oder Sprüche gekriegt oder so? Nein. Okay. Nein. Also ich war da schon immer sehr schmerzbefreit. Ich bin da sehr schmerzbefreit. Ja.
Das ist irgendwie ganz interessant. Ich habe das Gefühl, blöde Kommentare kriegst du, wenn du auch ein bisschen rumläufst wie jemand, der einen blöden Kommentar verdient. Ich weiß nicht, ich habe nie einen blöden Kommentar bekommen, weil ich laufe auch nicht rum wie so jemand. Ich trage halt meine Uhr. Ich tue sie jetzt niemandem unter die Nase reiben, Du aber trägst ich sie laufe jetzt auch nicht. selbstverständlich, Ich trage sozusagen. sie halt einfach. Ich verstecke sie jetzt auch nicht irgendwie besonders oder sowas, aber ich trage sie halt einfach und ich mache jetzt kein großes Ding darüber und ich habe noch nie irgendwie einen blöden Kommentar bekommen. Sehr gut, ja, weil die Diskussion gibt es ja öfters mal, soll man nach außen tragen oder nicht? Und es ist ja immer auch schön, wir sagen auch immer, selbstverständlich tragen, einfach Ja, wie klar. die eigene Uhr tragen und nicht als reines Statussymbol, sondern auch das, was man selbst verkörpert. Und das ist schön. Ich habe tatsächlich, ich wollte nur, ich habe nur gesagt, ich habe tatsächlich letzte Woche am Graben jemanden gesehen. Ihr kennt ja diese Würstelstände am Graben, diese Hotdog-Stände. Da war so ein Typ und ich laufe so vorbei und das war irgendwie so dieser Blick, dass man sich halt anschaut und nicht so, okay, ja, ein cooler Typ. Und dann schaue ich so runter und dann sitzt er so da mit einer 57-12 am Arm. Und dann isst er so sein Würstchen und ich schaue so und ich habe es gesehen, aber ich habe jetzt auch nichts gesagt, aber er hat gesehen, dass ich es gesehen habe und dann war so dieser appreciative Blick, so, hey, coole Uhr. Sehr gut. Max, du wolltest gerade was fragen. Ja, weil du eben gesagt hast, du hast sie einfach immer sehr selbstverständlich getragen. Wie war das in deinem oder wie ist das in deinem beruflichen Alltag? Ist es dort Thema? Natürlich mit Anfang 20 war ich ja noch Student. Aber in der Uni hat sich wirklich keine Sau dafür interessiert, was ich für eine Uhr am Arm trage. Es war wirklich, es hätte nicht egaler sein können. Natürlich, die im Freundeskreis wissen, dass ich teure Uhren mag und dass die Uhr, die ich am Arm habe, wahrscheinlich teuer ist. Deswegen hat es da ab und zu mal so Inside-Jokes gegeben, aber es war nie so, niemand interessiert, ganz ehrlich. Ist nämlich, weil du das jetzt eben, wenn wir das jetzt angesprochen haben, ist ein lustiger Freund von uns. Der ist jetzt gerade mit seinem Medizinstudium fertig geworden und macht gerade dieses klinische, praktische Jahr, glaube ich, nennt sich das. Und da hat er jetzt in Vorarlberg einen getroffen, der hat sich eine Daydate gekauft. Und zum Abschluss des Medizinstudiums in ja, Vollgold wahrscheinlich, logischerweise. Und der hat aber Jahre darauf selbst gespart und alles Mögliche. Und der Freund von uns hat erzählt, der ist total geknickt jetzt schon die ganze Zeit, weil der muss sich jedes Mal blöde Kommentare anhören, dass er die jetzt von den Eltern bekommen hat und alles Mögliche. Und das stellt mir das halt auch sehr schwierig vor, wenn du das als dein Hobby oder quasi für deinen Meilenstein, den ersten, den du irgendwie in deinem Leben hast, ja. Und dann musst du da die ganze Zeit die blöden Kommentare geben, stelle ich mir irgendwie schwierig vor. Gerade in einem Umfeld, wo ich mir aber eigentlich erklären könnte, dass es ganz normal ist, dass man teure Uhren trägt. Also bei Ärzten und Ärztinnen, glaube ich, ist das ja ein Teil des beruflichen Alltags, dass man das trägt. Ja. Ja, ich meine, ich würde jetzt mal argumentieren, dass die wenigsten Ärzte eine Day-Date tragen. Aber ja, sicher. Aber ich meine, ich verstehe es auch. Ich meine, stell mal vor, du hast einen Arzt vor dir, komplett mit einem weißen Kittel und dann hat der Typ eine gelb-goldene Day-Date. Ich meine, schon ein cooler Typ. Muss man schon sagen, cooler Typ. Hat schon immer so ein bisschen Geschmäckle, das stimmt schon. Also bei mir ist es immer so, ich trage die Uhren eigentlich nach Outfit und Umgebung, in der ich bin, aber jetzt nicht nach muss ich mir was Blödes anhören. Wenn ich jetzt auf einer Hochzeit bin und ein Tuxedo trage, dann trage ich jetzt auch keine Daydate, sondern dann kommt halt irgendwas Elegantes am Arm. Aber ja. Bist du ein Typ, der Uhren mehrmals am Tag wechselt oder? Bist du mehr so morgens, okay, das ist meine Uhr des Tages. Meistens bin ich schon, also in besonderen Fällen ist schon vorgekommen, dass ich zum Beispiel den Tag tagsüber eine Uhr hatte und am Abend dann eine andere angezogen habe, aber normalerweise habe ich nicht die Möglichkeit, das tagsüber zu wechseln, weil ich die Uhren halt in der Bank habe und ich kann da halt entweder nur einmal hin, aber ich kann jetzt nicht die ganze Zeit hin und her. Wie ist es denn dann weitergegangen? Also wir können ja vielleicht ein bisschen Sprung machen, dass sich das Thema immer mehr interessiert hat. Wann war dann für dich so der Punkt, wo du sagst, ich gehe raus ins weite Internet und zeige mich und erzähle vor allem über Uhren? Also wie hat es angefangen? Erzähl gerne mal, weil das würde mich auch super interessieren, so wie das Ganze gestartet ist und wie die Reise da jetzt auch war. Ja, also bei mir hat es eigentlich begonnen als ich nach Wien gezogen bin. Ich bin zum Studieren nach Wien gezogen mit 18 und habe damals begonnen, relativ viel YouTube zu konsumieren, einfach aus Hobby, aus Freizeit. Viel aber eher so Technikvideos über Handys und Laptops und bla bla bla.
und fand es immer total faszinierend, wie YouTuber das so machen und dass das irgendwie voll der coole Job eigentlich ist und auch voll das coole Hobby ist. Und ich fand das immer ganz witzig. Und ich habe dann sehr oft, weil ich eben erstens in diesem Technikthema voll der Nerd bin und auch in diesem Unthema voll der Nerd bin, habe ich immer wieder von Freunden so gehört bekommen, auch vom Bruder, so, hey, eigentlich könntest du das auch machen. Aber ich habe es halt nie ernst genommen. Und irgendwann auf der Uni hat ein Freund von mir gefragt und hat gesagt, er will sich die erste Uhr kaufen. Das soll eine Schweizer Uhr sein, soll so viel kosten. Und was soll er sich kaufen? Dann habe ich ihm halt so ein bisschen beraten. Und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, was so dieser zündende Moment war. Ich glaube, es war einfach pure Langeweile, keine Ahnung, weil ich halt zu Hause habe gesagt, okay, weißt du was, jetzt machst du ein Video. Einfach mal just for fun. Und habe ein Video über das war noch das iPhone 7. Habe ich einfach mal gedreht. Habe es nie veröffentlicht. Und dachte mir so, okay, witzig, aber weiß nicht, Deutsch, Englisch, habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich mache es jetzt einfach auf Deutsch und veröffentliche das erste Video mit dem iPhone. Da habe ich mir einfach die Bücher so auf den Tisch zusammengetan, Stativ drauf getan und habe einfach aufgenommen. Und das ist das erste Video, was ihr auf meinem Kanal sehen könnt. Und dann Feedback war drei Views und oder Ja, Feedback war bescheiden. Erstens, also mein Konzept war, meine Idee war, alle diese Uhrentypen, gerade hier in Österreich, in Wien, die sind da alle so einen richtigen Stock im Arsch. Alle so wirklich, du gehst in den Juwelier, alle fassen die Uhren mit Handschuhen an und so weiter, das war nichts für mich. ja. Und ich habe mir selber gesagt, ich habe nämlich auch kurz bei Köck gearbeitet, 2, 3 Monate, habe ich so ein kleines Praktikum gehabt und war eben damals schon relativ locker und gechillt mit Uhren und habe dann gesagt, okay, es ist alles immer so mühsam und so sperrig mit den Uhren, ich will das bisschen lockerer machen, habe Hip-Hop-Musik reingetan ins Video und dachte, okay, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen gechillteren Content. Und so hat es halt begonnen. Feedback war sehr bescheiden am Anfang, weil nicht wirklich existent, aber es war egal. Ich habe halt einfach weitergemacht und das erste Mal habe ich dann dieses Video zum Tesla Model S gemacht und habe da 3000 Aufrufe bekommen und das war schon mal richtig viel für mich. Und dann ging es eigentlich weiter so, Stück für Stück. Aber das heißt, es war nicht von Anfang an gesetzt, dass es auf Uhren geht, sondern du hast es einfach einmal ausprobiert, weil Tesla ist ja jetzt keine Uhrenmanufaktur. Ja, es war Schwerpunkt auf Uhren war schon gedacht, weil das war das Thema, wo ich gesagt habe, da gibt es nichts auf YouTube und auch niemanden, der das so machen würde, wie ich das machen würde. Aber natürlich, dazwischen habe ich immer gesagt, ich mache auch das, was mich interessiert. Ich habe auch mal ein Unboxing von einem Yeezy gemacht. Also sind diese ganzen Themen eh für dich interessant? Also Fashion, Drop-Produkte, Sachen, die ein bisschen spezieller sind und so weiter, da hast du einfach eh Interesse dran. Ja, ich bin jemand, ich habe viel Interesse an allem. Also ich bin sehr interessiert an allem, was ich sehe. Also es kann jetzt sein, ich habe ein Rieseninteresse über Mathematik, über Physik, über Wissenschaft, Weltall, Technikprodukte, Uhren, alles, was ich irgendwie sehe und wo ich ein bisschen mehr Interesse mal vorinvestiere sozusagen, entwickelt sich ein großes allgemeines Interesse. Und deswegen, ich muss das halt immer so ein bisschen schmal halten, weil wenn es nach mir ginge, ich würde Videos über alle möglichen Sachen machen, aber dann, das Dann funktioniert verzettelt natürlich man nicht sich. so. Und Genau. hast du irgendwie gemerkt dann, also ich denke mal, das war ja so auch ein Punkt bei vielen, seit Corona alle zu Hause, war das dann so der Punkt, wo es für dich dann auch mit den Uhren richtig losgegangen ist oder warst du davor schon stärker mit den Views oder mit Followern oder wie war das so dann bei dir? Wo es bei mir richtig losgegangen ist, war eigentlich 2019, weil da war ich das erste Mal bei Marky Bauer. Ich habe ihn davor schon gekannt, weil sowohl mein Vater als auch mein Bruder hatten öfter auch mal Uhren gekauft und eingetauscht und hatte bei Cologne Watch. Deswegen habe ich ihn so flüchtig gekannt, so ein bisschen. Und das erste Mal im 2019 habe ich mit ihm Kontakt gehabt und habe gesagt, hey, da war ich noch beim Uhrenratgeber eingeladen auf dieses Watch-Event. Das ist ja in der Nähe von Düsseldorf. Und dann habe ich dem Marc geschrieben und gesagt, hey, ich bin in der Nähe, hast du nicht Lust, ein Video zusammen zu machen? Und dann haben wir ein Video gemacht. Das war sehr erfolgreich natürlich. Das habe ich natürlich dem Marc zu verdanken. Und da habe ich an einem Tag oder in ein paar Tagen habe ich über 1000 Abos bekommen. Und das war Krass. natürlich richtig cool für mich. Und das war das Zeichen für mich, dass ich gesehen habe, das kann ein bisschen mehr werden. Und ich war dann auch in Basel im selben Jahr. Das war auch cool, weil da habe ich gesehen, okay, da habe ich einen Presseausweis bekommen, war das erste Mal irgendwo in einem Event als Presse, als Journalist, habe mit den Uhrenmarken geredet, habe Kontakte geknüpft und irgendwie war das dann, da habe ich Blut geleckt. Und das hat mir dann richtig Spaß gemacht und so ging es halt dann immer weiter und weiter. Weißt du noch, worüber das Video mit Marc Gebauer war? Was da das Thema gewesen ist?
Ja, eigentlich voll banal. Ich habe mit ihm zwei Videos gehabt. Das erste Video waren irgendwie drei oder vier interessante Uhren, die er einfach da gezeigt hat. Und das zweite Video waren, ich weiß es noch genau, eins, er hat einfach ein paar Uhren rausgeholt. Das Ganze war von ihm praktisch ausgedacht. Das war voll cool von ihm. Er hat einfach gesagt, hey, ich habe jetzt ein paar Uhren, die sind alle 1,8 Millionen Euro wert, wenn du sie so reinnimmst. Das war Richard Mille und keine Ahnung. Na. Er hat gesagt, du gibst da jetzt in den Videotitel 1,8 Millionen Euro rein und ich sagte, das Video wird voll erfolgreich werden. Also er hat mich da so ein bisschen durchgeleitet und das ist genauso passiert, wie er es gesagt hat. Ich habe 1,8 Millionen in den Titel gegeben, war sehr erfolgreich das Video und bis dato mein meistgeklicktes Video. Mal eine kritische Frage danach, weil ich konsumiere das natürlich auch sehr oder ich selbst bin ja auch in der Marketingbranche. Es ist ja bei den Uhrenvideos oder ich denke, Max und ich, wir spielen ja auch manchmal ein bisschen damit, in der Headline Rolex, Preis und sowas, sowas catcht der extremst. Ist es nicht manchmal schade, dass das ein bisschen so limitiert, wenn man natürlich von Views abhängig ist, dass man immer schauen muss, dass man so diese Schlagwörter mit reinnimmt? Also, weil dann baut man den Content doch immer sehr stark darauf aus, oder? Ja, ist tatsächlich so. Also manchmal erwischt man sich, dass man eine völlig unbekannte Uhr filmt und es wird sehr erfolgreich, aber es ist eher die Ausnahme. Aber es ist schon leider so, dass sobald du halt Rolex im Titel hast, ist das Video erfolgreicher, sobald du einen Preis, also es muss irgendwie sensationell sein. Und es ist leider so. Ich hatte ein Video gemacht zur Glashütte CQ. Hätte ich es genannt Glashütte CQ Review, hätte sich wahrscheinlich keine Sau angeschaut. Aber ich habe es genannt beste Alternative zu Rolex Submariner. Und dann ist es natürlich wieder interessant, dann wird es geklickt. Es ist nicht schön, aber das Spiel funktioniert nun mal so. Und wenn man mitspielen will, muss man halt nach den Regeln spielen. Also Absolut. muss man es leider, man muss es machen. Kann sich nichts dran ändern. War das dann auch Ich habe, also, ne, das Max, sorry. erste Mal, dass du eine Richard Mille in der Hand hattest? Oder war das vorher schon? Ich hatte das erste Mal 2016, nee, 17, eine Richard Mille Danke. am Arm. Da waren wir mit der Familie auf Urlaub in Sardinien und da gab es, warum auch immer, einen Richard Mille Store. Mitten im Nirgendwo. Für Und da bin die ich rein und Yachtbesitzer ich auf Sardinien. gab aber nicht mal einen Rolex Store, aber Okay. Hauptsache ein Richard Mille Store. Bin ich rein und habe einfach, nein, da war ich was 24, bin rein und ich habe gesagt, okay Leute, ich kaufe gar nichts, ich will einfach nur schauen. Und die waren halt voll nett, haben alles rausgeholt, waren richtig zuvorkommend, ich habe alles anprobiert und das war halt ganz cool. Wie ist deine Meinung zu der Marke? Also, wenn ich die Kohle hätte und es mir egal wäre, dann würde ich mir wahrscheinlich eine kaufen, wenn ich könnte, wenn du eine kriegen würdest. Aber sonst völlig umsonst. Also braucht natürlich niemand. Würdest du Würdest mit dem Geld was anderes lieber kaufen? Ich bin nicht so der Autotyp. Wenn, dann würde ich vielleicht irgendwie unternehmerisch was Vernünftiges damit machen, dass ich irgendwie eine Immobilie kaufe oder irgendwie sowas, als jetzt 200.000 Euro für eine Uhr hinzublättern. Aber Geile wenn ich an dem Analogie. Punkt bin, ja. Wenn ich jetzt wirklich an dem Punkt bin, wo ich drüber tatsächlich nachdenke, mir eine Richard Mille zu kaufen, dann habe ich wahrscheinlich alles andere schon Dann hundertmal gemacht. bist du schon safe. Wahrscheinlich, ja. Ich habe auf dein Instagram gesehen, du warst auch in Genf dieses Jahr, gell? Und warst bei Tudor eingeladen. Wie läuft sowas ab? Also, das war, glaube ich, in Essen oder durftest du auch die Produktion mit anschauen? Ja, ich habe mit Tudor allgemein eine sehr gute Beziehung. Tudor agiert in Österreich nicht selber, sondern über eine PR-Agentur. Und das ist normalerweise immer blöd, weil Österreich oft stiefmütterlich behandelt wird. Aber in dem Fall ist es tatsächlich sogar gut, weil in Österreich gibt es nicht viele Uhren-YouTuber. Und wenn die dann Kapazität freigeben für Österreich, dann reicht auch nur ein freier Platz, damit ich ihn wahrscheinlich bekomme. Und das war halt ganz cool. Und eines Tages ruft mich halt diese Agentur an und sagt, hey Burak, wir haben eine coole Opportunity für dich. Tudor baut ein neues Manufaktur, also ein neues Gebäude auf und du kannst es besuchen, wenn du willst. Als weltweit Erster praktisch mit einer kleinen Gruppe. Und da sage ich natürlich nicht nein und bin sofort hin. Und genau, wir haben uns das ganze Ding angeschaut. Es war alles super geplant von Tudor. Natürlich Hotel schön, Essen schön. Aber man muss auch schauen, dass man sich nicht von dem Ganzen zu sehr beeindrucken lässt. Dass man schon noch kritisch bleibt. Aber es ist auch mal schön, Gesichter hinter so einer Marke zu sehen, zumal ja Tudor und Rolex immer sehr reserviert sind und Ja, du total. nie eine Person hinter dieser Marke siehst. Da geben sie sich verdammt viel Mühe. Ich wette, ihr habt noch nie den CEO von Tudor gesehen. Richtig. Ich habe ihn an dem Tag gesehen und wenn ich ihn auf der Straße sehe, dann würde ich mir nichts denken. Aber das ist halt deren Motto. Also die wollen nicht, dass eine Person im Vordergrund steht, sondern dass das Produkt im Vordergrund steht und das ist cool.
Und Entschuldigung, welche neue Uhr diese Saison, welche hat dich überzeugt? Hast du so Black einen Bay Favorite? 54. Ja. Black Bay 54 habe ich sogar da gerade zum Review. Jetzt nach dem Podcast muss ich ein Review dafür schießen. Die ist verdammt cool. Die gefällt mir sehr, sehr gut. Hast du die am Stahlband oder am Kautschukband? Stahlband. Stahlband. Stahlband tatsächlich. Ist ein schönes Band. Es verjüngt sich extrem. Also da tut er echt einen guten Job gemacht. Die Uhr ist so flach, richtig gut proportioniert. Also ist echt eine coole Uhr. Ich wollte es jetzt in Hamburg probieren. Da hatten sie sie leider nicht da im Store. Bin mal gespannt, ob sie vielleicht bis zur Mitte der Woche noch kommt, weil ich würde sie schon mal gern anprobieren. Sonst vielleicht in Wien. Schauen wir mal. Ja, die hatten tatsächlich, beim Bucherer gibt es übrigens zum Anschauen, Ah ja. die hatten tatsächlich während der Messe einen Pop-Up-Store, Tudor in Genf, und die haben gesagt, an diesem Tag in dem Pop-Up-Store konntest du alle Neuheiten mitnehmen. Die hatten alles lagernd. Und das war auch Ja. ganz cool. Also wir waren am Freitag im Pop-Up-Store, quasi am Ende der Woche. Und sie hatten 4 Stück von der 54, das heißt, sie haben tageweise ein Kontingent bekommen. Und Ja. manche von den Modellen hat es halt geheißen, okay, du musst halt eine Stunde vor der Öffnung oder eine halbe Stunde vorher dort sein. Ja. Aber die GMT mit dem weißen Ziffernblatt zum Beispiel wäre am Nachmittag noch zu haben gewesen. Also Ja. echt super von Tudor, dass sie da so eine gute Verfügbarkeit gleich gehabt haben, ja. Ja, Thema Verfügbarkeit ist auch so eine Sache. Es gibt ja immer diese künstliche Verknappungsthematik bei Rolex und Tudor oder eher bei Rolex, sagen wir mal. Und ich habe auch schon mal ein Video dazu gemacht, wo ich gesagt habe, okay, man kommt schnell auf den Gedanken, dass es eine gäbe, aber ich bin mir zu 100% sicher, ich weiß es, dass es tatsächlich keine künstliche Verknappung per se gibt. Und das hat man auch gesehen bei dieser Manufaktur. Ich habe das gesehen, das ist alles vollautomatisiert. Die haben Schienen unter den Tischen, dass die Uhrmacher nicht mal aufstehen müssen. Also das heißt, sie verschwenden nicht mal 3 Sekunden Zeit, um irgendwo was zu holen. Die hauen raus Uhren links und rechts, wie die nur können. Und ich habe das damals dem auch gefragt. Ich habe gesagt, gibt es sowas? Und er hat dann ein bisschen gelacht und hat gesagt, würden wir künstlich verknappen, dann würde das Ganze hier nicht so ausschauen. Wir würden ja nicht ein neues Na. Gebäude bauen mit einer neuen Produktionskapazität, wenn wir eigentlich weniger Uhren produzieren wollten. Und diese Technik, die Tudor da verwendet, dass alles voll autonom ist mit Robotern und so, die kommt ja auch von irgendwo. Die hat der Tudor nicht erfunden, sondern die Klar. kommt halt ziemlich sicher von der, ja, größeren Mutterfirma. Schwester. Also Genau. genau. Also ja. Also ist deine Meinung dazu eher, dass wahrscheinlich, wenn die Händler das Problem haben, dass sie nicht immer genug Uhren kriegen, dass die natürlich mehr auswählen, welcher Kunde ist und interessant für uns. Also dass es natürlich nicht vom Hersteller kommt, sondern eher der Endhändler, da das so ein bisschen das Problem ist wahrscheinlich. Also der Hersteller möchte einfach nur, Rolex will einfach nur, dass die Uhr nicht auf dem Graumarkt Ja, landet. Rolex klar. will nicht, dass die geflippt wird. Alles andere ist wirklich Sache vom Juwelier. Und es ist ja eh, es ist blöd, aber es ist auch nachvollziehbar. Wenn ich jetzt einen Juweliershop hätte und 2 Kunden hätte, die gerne Daytona wollen, nehme ich dann den, der nur die Daytona nimmt und dann abhaut? Oder nehme ich den, der schon 5 Cartiers gekauft hat und 2 Longines gekauft hat über 10 Jahre hinweg? Ja, klar. Ist Nee, eh klar. absolut. Ja. Denkt man Ja. als Händler halt anders. Was war denn so dein Favorit von da dieses Jahr von der Messe? Also gibt's so ein, zwei Uhren, wo du sagst, oder wo du wirklich überlegst, vielleicht kaufst du dir die sogar, oder wo du sagst so, okay, die hast du da gesehen in Genf und der hat dich einfach umgehauen? Black Bay 54 ist Okay. wirklich so eine Uhr, wo ich es mir überlege, ob ich mir die kaufen Ja. sollte, ob ich sie auch tragen würde, weil nur, nicht nur, weil man eine Uhr cool findet, heißt es ja nicht, dass man sie auch trägt. Richtig. Aber die ist cool. Cartier Santos Dumont mit dem skelettierten Mikrorotorwerk, absolute Hammeruhr. Da hat Cartier wieder mal bewiesen, was die drauf haben. Ja. Sonst war es aber eher mau, muss ich sagen. Vacheron war ein bisschen eine Enttäuschung, finde ich. Patek, okay, ist halt Patek. Gut. Sonst, Rolex war jetzt auch keine mega Überraschung. Also die neue Daytona ist jetzt, okay, hält sich jetzt in Grenzen, die Überraschung. Aber ja, genau. IWC. Sagen wir so, ich habe ja auch ein gutes Verhältnis zu IWC. Ich habe ja auch von denen zum Launch die Ingenieur bekommen, dass ich sie Ja. filmen kann, als erster YouTube-Kanal weltweit, nicht nur deutsch, sondern weltweit, weil ich der Erste, der ein Review dazu rausbringen konnte. Deswegen bin ich IWC da sehr dankbar. Aber nichtsdestotrotz bin ich absolut kein Fan von der Uhr. Okay. Die Ingenieur war schon lange überfällig. Ich finde, sie sind schon viel zu spät, weil der Trend mit integrierten Sportuhren geht jetzt irgendwie schon wieder weg.
Und sie haben es jetzt rausgebracht, die Uhr ist viel zu teuer. Die hat ein Standardwerk drinnen, was ich auch bei der Mark 20 kriege, für die Hälfte des Geldes. Ja, richtig. Die ist auch antimagnetisch, die hat auch alle Bells and Whistles. Also verstehe ich nicht, warum ich mir da jetzt einen Ingenieur kaufen soll. Sie ist schön designt, das ist okay, aber das war es auch schon. Mein Hot Take wäre gewesen bei IWC, dass sie sagen, okay, die Ingenieur ist ein super besonderes, super seltenes Modell. Sie nehmen jetzt ein Werk von Jäger oder so, was ja auch Richemont-Gruppe ist. Und die Original Genta hatte auch ein Jägerwerk drinnen damals. Hauen die halt ein Jägerwerk rein, ultradünnes, mal einen offenen Gehäuseboden und die Uhr kostet dann von mir aus nicht 12, sondern 18 oder sowas. Dann ist es eh egal und dann kriegst du die halt nur total schwer und dann ist es ein echtes Sammlerstück. Aber so ist es jetzt, finde ich, nur ein typisches Massenprodukt. Ja, wir hatten die Diskussion auch. Eigentlich genau die Ja. Punkte, die du sagst, haben wir auch für uns so Ist dargestellt. eigentlich interessant, weil ich glaube, da sind sich alle einig durch die Bank. Grundsätzlich ist es eine schöne Uhr, aber sie ist zu teuer. Und das ist wichtig, ist jede Bewertung fängt mit an, ja, schöne Uhr, aber zu teuer. Also es hört immer auf mit, ist einfach zu teuer. Ja, da hat IWC einfach noch nicht das, oder vielleicht kriegen sie das auch nie, dieses Standing, dass sie einfach jeden Preis raus. Sich rausnehmen können, den sie wollen. Das ist da spannend zu sehen. Für mich ist es gar nicht so sehr das Standing der Marke. Zum Beispiel so einen ewigen Kalender Portugieser finde ich schon gerechtfertigt. Da würde ich Ja. auch 30k dafür theoretisch ausgeben. Das finde ich okay. Aber ich finde, du merkst es manchmal, wenn eine Uhrenmarke halt so ein Konzerndenken hat und dadurch, dass IWC ja zu Richemont gehört, merkst du das halt, dass sie jetzt eine beliebte Uhr rausgebracht haben, aber versucht haben, intern irgendwie Kosten zu sparen. Das merkst du. Und das merkst du auch manchmal bei Omega zum Beispiel bei bestimmten Modellen. Das merkst du tatsächlich nicht bei Rolex, weil die sind jetzt selbstständig. Das merkst du auch nicht bei Patek. Aber bei Vacheron hat man es wieder gemerkt. Also es kommt immer auf das hinaus, habe ich das Gefühl, wenn eine Uhrenmarke zu einem Konzern gehört, dann passieren so Dinge manchmal. Ja, das ist super spannend. Nochmal eine Frage. Kannst du davon leben? Von dem, was du jetzt tust? Oder ist es für dich immer noch ein schönes Hobby und du hast die Chance, tolle Uhren zu kriegen und sie zu filmen? Wie ist das so? Wie siehst du das? Es ist so, dass ich mache eigentlich zwei Berufe. Ich bin hauptberuflich, bin ich zwar auch selbstständig, aber da bin ich Teil unseres Familienunternehmens, zusammen mit meinem Bruder und so weiter. Und das ist mein Hauptjob. Und YouTube ist praktisch nur mein Hobby. Es hat als Hobby begonnen, aber es wird immer mehr und immer mehr. Und ich bin auch jetzt niemand, der etwas bremst, wenn es irgendwie gut läuft. Ich bin dann auch so, dann gebe ich mir halt noch mehr Mühe, dann habe ich halt ein bisschen weniger Freizeit, aber dafür wächst es halt mehr. Und es ist jetzt so, möglicherweise könnte ich davon leben, wenn ich das Vollzeit machen würde. Wahrscheinlich nicht in demselben Lebensstil, nicht in derselben Lebensqualität, aber ich könnte wahrscheinlich davon leben. Aber ich bevorzuge es, dass ich alles, was ich über YouTube verdiene, wieder rein investiere in YouTube. Das heißt, ich kaufe mir dann eine bessere Kamera, ich mache ein schöneres Studio, ich verbessere die Qualität der Videos. Ich habe jetzt einen Editor zum Beispiel, der mir hilft. Ich versuche das halt so zu reinvestieren. Genau. Wie gestaltest du dann deinen Content? Hast du da einen Redaktionsplan oder machst du das aus dem Bauch, wonach da gerade ist, wer sich gerade ankündigt? Dadurch, dass es bei mir so ist, dass ich praktisch 24/7 am Arbeiten bin, bin ich unter der Woche immer mit meinem Hauptjob beschäftigt und YouTube ist immer am Wochenende. Das heißt, ich habe immer am Samstag, so wie heute jetzt zum Beispiel, gehe ich ins Studio und nehme zum Beispiel 4 oder 5 Videos auf und die poste ich dann im Laufe der nächsten 2 Wochen. Das ist bei mir relativ spontan, außer ich habe jetzt einen Kooperationsdeal zum Beispiel und die wollen eine gewisse Deadline, dann kommt es wieder natürlich entsprechend raus. Aber normalerweise ist es bei mir sehr, sehr spontan, gechillt, das nachdem mir gerade ist, nachdem mache ich ein Video. Aber deine Videos sind alle auf Deutsch? Ja. Ich habe Und auch einen englischen Kanal mal gestartet, aber das habe ich zeitmäßig einfach nicht hinbekommen, dass okay. ich das laufend halte. Und merkst du, dass das Thema immer noch viel Interesse hat? Also wie gesagt, Corona, da war natürlich, glaube ich, sind auch viele Kanäle in die Luft geschossen. Merkst du, dass dieser Uhrenhype immer noch da ist? Oder merkst du auch so langsam, es ist jetzt gesättigt oder das Interesse ist, die Leute, die du jetzt bei dir hast, die sind dauerhaft bei dir, aber also wie ist das da so, dein Gefühl? Ich habe das Gefühl, das Interesse ist nach wie vor sehr hoch.
Aber was mir nicht so gefällt, ist, ich habe das Gefühl, es geht immer mehr in Richtung diese Sensationalismus. Also es muss immer Rolex sein, es muss immer teuer sein, es muss immer Diamanten sein und Blingy und so weiter. Diese tiefgründigen Geschichten, weiß ich nicht, ob da das mehr wird. Ich habe immer mehr Freunde, die sich damit auseinandersetzen. Aber natürlich, ich bin halt in meiner Bubble. Also ich kann jetzt nicht für alle Leute sprechen. Nee, klar. Aber das ist halt auch so ein Thema. Ich habe das Gefühl, um auf YouTube mehr zu wachsen, müsste ich mehr diesen Trash-Content machen. Und das möchte ich eigentlich nicht. Und da bin ich halt selber sehr zwiegespalten. Und das ist halt eine schmale Gratwanderung zwischen Gefälligkeit, aber doch irgendwie im Detail qualitativen Content. Hast du Vorbilder, wo du sagst, das ist, also klar, ich denke mal, so eine Qualität von Houdinki, die finden alle klasse, aber gibt es so welche, wo du sagst, die machen das richtig gut? Oder auch Channels, wo du sagst, Leute, schaut euch die mal an. Gute Frage. Ich konsumiere eigentlich sehr viel englisches Uhren-YouTube. Ich finde zum Beispiel Teddy Baldessar finde ich gut. Er ist mir nur ein bisschen zu langweilig fast Zu schon, weil er ist halt glatt. sehr, ja, er ist schon sehr glatt. Passt gut nach Wien. Ja. Nico Leonhardt, der ist halt wirklich ein Genie, weil der geht teilweise sehr ins Detail, aber teilweise ist der super gefällig. Watchfinder ist natürlich auch so ein Thema. Die super sind Hodinkee gar nicht mehr so sehr wie früher. Hast Theo du da and das Gefühl, Harris dass ist sie zu super. sehr in einer Werbeoberfläche verkommen? Theo and Harris, die machen mir in letzter Zeit zu viel. Die machen immer so diese Talks, wo sie zu zweit sind. Und das ist mir ein bisschen zu viel geworden in letzter Zeit, weil ich will eher kurze und knackige Videos haben. Das ist halt einfach mein Geschmack. Deswegen will ich jetzt nicht die ganze Zeit nur zwei Leute haben, die miteinander reden. Aber ja, das ist eigentlich so mein Hauptding. Watchgringer macht es auch sehr gut, finde ich, weil die ist natürlich sehr sympathisch. Und natürlich als Frau auch super mal, dass eine Frau da ist, dass die sich da reinstürzt, macht Spaß. Und sie macht es auch sehr locker. Also auch nicht Ja. so verkopft, sondern einfach auch mal gerade raus sagen, okay, die Uhr findet sie halt einfach kacke. Oder sie sagt halt, also Genau. das ist einfach schön, das zu sehen. Genau, richtig. Du hast ja, glaube ich, auch einen Online-Shop, habe ich gesehen, ne? Also verkaufst Ja. auch Straps und hattest. Kannst du da noch was kurz zu sagen? Ich habe es nur kurz gesehen. Sogar mit Fortis jetzt eine Uhr. Ja, tatsächlich. Also das kommt natürlich daraus, dass ich halt aus, ich mag das halt, Dinge zu vergrößern und immer weiter zu machen. Ich mag das nicht, wenn etwas stillsteht. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt Bock, auch mal Produkte zu machen. Und habe dann überlegt, was könntest du machen? Ich will nicht die zehntausendsten Lederstraps machen. Eine Uhr selber bauen ist jetzt auch nicht drin. Und dann dachte ich, okay, ich trage gerne Natos. Ich finde keine guten Natos auf dem Markt, deswegen mache ich die einfach selber. Und ich habe dann mit dem Shop begonnen und ich würde jetzt mal sagen, da haben wir uns schon ein bisschen so einen Namen gemacht, dass wir halt wirklich die besten Natos haben, die man so kriegen kann. Und das sage ich wirklich voller Selbstbewusstsein, weil das ist jetzt schon die vierte oder fünfte Variante, die wir davon haben, mit den neuen Keepern und der neuen Struktur und so weiter. Und diesen Shop versuche ich natürlich auch immer so ein bisschen zu verbessern, aufzufrischen. Und irgendwann dachte ich, hey, es wäre doch mal cool, einfach mal eine Uhr rauszubringen. Und selber werde ich das jetzt natürlich nicht machen, dann brauche ich einen Partner dafür. Dann haben wir uns mit Fortis kurz geschlossen. Die waren natürlich super gechillt, haben gesagt, ja klar, why not? Und dann haben wir es gemacht. Und so easy war das eigentlich, muss ich Und sagen. auch schon auf ausverkauft, habe ich gesehen. Ja. Sehr Da gab gut. es aber auch nicht viel Stück. Also wir haben dann nur Ja. 13 Stück gemacht. Ja. Ja, Aber 13. ja, kam gut an, genau. Fortis für die 13, genau. Aber kam gut an. Ich finde, die Uhr ist cool geworden. Ja. Dazu gab es oder gibt es ja, gab es auch einen NATO-Strap. Schaut auch cool aus am NATO. Und wir hatten die auch in Wien bei KÖK mal ausgestellt und verfügbar zum Anschauen und so. Also es war ganz cool. Sehr cool. Weißt du, wer die 13 bekommen hat? Die sind tatsächlich nicht nummeriert. Also die sind one of 13. Okay. Das haben wir absichtlich so gemacht, weil am Ende wollen zwei Leute die Nummer 3 haben und keine andere. Und dann ist es wieder zu mühsam mit dem Planen und wer kriegt jetzt welche Nummer. Also haben wir gesagt, nein, one of. Kannst du ja 13 mal 3 ausgeben. Genau. Oder Aber ich kann 13 dir mal die sagen, Nummer wer die 1. 00 hat. Ich kann dir Du. sagen, wer die 00 Du hat. selber. Yes. Um nochmal auf Uhren zurückzukommen, was sind denn so, sagen wir es einfach, was ist denn so deine Ja. Grail Watch? Was ist die Uhr, der du immer noch hinterher spechtest, wo du sagst, über die du immer noch nachdenkst, und hast sie noch nicht gekauft? Was gibt's da was, wo du sagst, die willst du?
Also aktuell bin ich relativ gesättigt, muss ich sagen, mit Uhren, weil ich habe es im letzten Jahr echt ein bisschen übertrieben. Was? Deswegen muss Wie ich viel jetzt hast du denn meinen Gang gekauft runterschalten. insgesamt? Ich habe jetzt, ich glaube, knappe 12 Uhren oder so. Okay, ja gut, das. Und viele davon waren teilweise mit Kooperationen und so weiter. Viele davon habe ich mir einfach gekauft, weil ich sie super cool finde. Meine neueste Edition in der Sammlung ist eine Oysterflex Daytona in Weißgold. Die habe ich auf der Messe gesehen. Da hat sie jemand am Arm gehabt und die habe ich probiert und ich habe mich einfach instantly verliebt in das Ding. Und die musste ich sofort haben und dann habe ich halt ein paar Uhren weggegeben und so weiter. Aber Grail Watch würde ich sagen, ist doch Patek. Ganz klar Patek. Und zwar die Calatrava 5326, glaube ich. Das ist die Calatrava in Weißgold mit Clou de Paris am Gehäuse und Travel Time. Die finde ich mega cool. Kriegst du auch nicht. Oder klassisch, ich glaube, es ist die 5270, das ist die ewiger Kalender Chrono. Die klassische beste Uhr, meiner Meinung nach. Wenn ich die habe, ist eigentlich fertig. Sagst du jetzt. Das Sage ich jetzt. Sage ich jetzt. ist immer die Karotte, wo man sagt, wenn ich die hab, dann höre ich auf. Genau. Ich Die war Frage echt schon ist, wird kurz nicht davor, dass ich passieren. gesagt habe, ich war echt schon kurz davor, dass ich gesagt habe, weil die hatte mal Heldwein bei sich einfach da im Schaufenster. Ja. Und das stand halt nur zum Anschauen. Und ich habe ihm gesagt, wenn ich die jetzt will, kriege ich sie. Und er so, ja, wenn du sie unbedingt willst, dann können wir schon was machen. Die Uhr kostet 140 oder so. Da war ich schon so, boah, scheiße, echt, soll ich alles verkaufen, was ich habe und diese eine Uhr einfach daily rocken? Dann dachte ich, na, das kannst du nicht bringen, das ist einfach zu heftig. Also noch ein bisschen sparen und dann vielleicht irgendwann mal Genau, ein bisschen, zum genau, Kühlschrank 50er nicht zu oder lang. sowas. Genau. Sehr schön. Max, was sagt die Uhr? Wo sind wir gerade? Du, ich muss ehrlich sagen, ich habe halt, so wie wir mit dem lieben Nikolaus vergessen haben, ein Foto zu machen, habe ich einfach vergessen, heute die Stoppuhr zu starten. Also ich schätze, wir sind so unterwegs, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde circa oder Sehr so. gut. Irgendwie so. Was noch interessant wäre, eben wenn du hast natürlich jetzt deine Sammlung nach gewissen Gesichtspunkten ausgelegt, du hast schon ein paar, die noch vor dir herumschweben. Wenn du jetzt jemanden triffst oder den Freund, wo du das erste Video quasi gemacht hast, wenn der fragt, okay, was für Uhr soll ich kaufen, wie würdest du an das herangehen, was würdest du denn fragen, was würdest du ihm empfehlen? Ich würde jetzt erstmal ganz wichtig, erstmal, was ist denn das Budget? Was hat er sich vorgestellt? Also in etwa, so ungefähr. Und das zweite ist, in welchem Umfeld will er diese Uhr tragen? Also arbeitet er halt an einem Ort, wo man jetzt einen Anzug trägt zum Beispiel? Oder ist er viel in der Wildnis unterwegs? Ist er viel draußen unterwegs? Hat einen Arbeitsuhr. aktiven Lifestyle? Das Ja. würde ich jetzt erstmal klarstellen. Also das heißt, welche Art von Uhr und welches Budget? Und sobald man das hat, kann man relativ schnell eine Uhr eruieren. Hausnummer bis zu 1000 Euro. Und er hätte gerne Taucheruhr, dann ganz klar Seiko. Und passiert es das öfters, dass sich jemand bei dir meldet und sagt, hey, welche Uhr soll ich kaufen? Gibst du da Gratis-Tipps oder? Es fragen mich viele Leute auf Instagram, Ja. aber ich komme tatsächlich einfach nicht dazu, dass ich die alle beantworte. Also ich kann jetzt nicht hier den ganzen Tag Leuten Tipps geben, was sie kaufen. Es kommen auch teilweise sehr spezifisch. Also Leute nur so, welche Uhr soll ich kaufen? Bis zu 5000 Euro, Wertstabilität egal. Also wie so eine Bestellung praktisch. Aber ja, so im Umfeld kommt es sehr oft vor. Ich habe schon viele, meine Frau nennt mich auch Satan, weil ich immer, alle Leute in meinem Umfeld kaufen sich irgendwann eine Uhr und dann sind sie einfach drin und dann geht es nie wieder raus. Alle ins Unglück stürzen. Ja. Und ich Sehr gut. genieße es. Aber Ja, verstehe. war da schon mal jemand enttäuscht, dass du ihn in dieses Unglück gestürzt hast oder sie? Nein, tatsächlich nicht. Ich habe einen Freund, der war sein ganzes Leben lang super happy, hatte eine Citizen, die hat er sein Leben lang getragen. Das war so seine Uhr für so 400 Euro. Wollte nie mehr haben. Und irgendwann kam ich und habe gesagt, hey, wie schaut's aus? Einfach mal eine coole Uhr, wäre doch was für dich. Und dann hat er sich, glaube ich, eine Tudor gekauft. War eh Ja. okay, so schöner Einstieg. Und jetzt hat der Typ ein Patek-Chrono. Und es sind 2 Jahre vergangen. Sehr gut. Ja, das ist ja, es ist doch eine Sucht. Kann man sich sagen, was man will, ist Ja, es einfach. ist es. Langsam zum Schluss. Hast du noch so Ziele oder Sachen, wo du sagst, mit der Marke hättest du gerne noch eine Kooperation oder
Irgendwie was, was dich antreibt, wo du sagst, okay, da möchte ich mit meinem Channel auch hin, mit meinem Social Media. Hast du da so Sachen? Also ich möchte gerne, ich würde wahnsinnig gerne eine Kooperation mit Nomos machen, also eine Uhr rausbringen mit Nomos, weil ich weiß, Nomos ist da relativ offen für sowas. Ja. Die haben das schon öfter mal gemacht und das fände ich wahnsinnig cool. Sonst, ich muss ehrlich gestehen, ich bin so weit in diesem in diesem operativen Ding drinnen, dass ich gar nicht dazu komme, mir großartig strategische Überlegungen anzustellen. Ja, gut. Also ich weiß gar nicht, wo es großartig hingeht. Ich weiß nur, dass ich die besten subjektiven Reviews und Videos über Uhren rausbringen. Und das ist mir ganz wichtig, dass es subjektiv ist, weil ein Datenblatt kann sich jeder selber durchlesen, dafür braucht es mich nicht. Klar. Aber das heißt, du nimmst diese ganzen Randdaten, die bei Uhren immer mitgeschickt werden, die technischen Merkblätter, die für dich möglicherweise wichtig sind, in den Videos dann gar nicht so in den Vordergrund. Es geht. Meine Videos baue ich immer so auf, dass ich am Anfang des Videos, es kommt immer der Satz, bevor ich mit der Uhr loslege, gehen jetzt einmal die technischen Daten, damit wir das einfach mal fertig haben. Dann kommt der Preis, Durchmesser und so weiter und dann geht es erst richtig los, weil eine Royal Oak mit 39 mm trägt sich ganz anders als eine Nomos mit 39 mm. Deswegen reichen diese Datenblätter auch nicht. Ja. Weil wir es vorher angesprochen haben, wir haben vorab kurz gequatscht, eine Frage, die noch passend zum heutigen Tag lustig wäre, ist es ja die Krönung des lieben Prince of Wales, glaube ich. Keine Ahnung, wir jetzt verbrennen 50 Millionen, 50 Millionen Pfund, habe ich gelesen. Damit wir das Halbwissen heute auch wieder bedienen, Prince of Wales, glaube ich, die vom ORF 2 werden mir rügen, falls sie zuhören. Angenommen, ihr werdet jetzt eingeladen zu dieser Party, also jetzt nicht, um vor dem Buckingham Palace zu schlafen und dann 5 Sekunden lang diese Kutsche zu sehen, sondern wirklich zu dieser, die werden sie ja jetzt hoffentlich ansaufen, denke ich einmal. Was für Uhr würdet ihr anziehen zu dieser Party? Ich hätte eigentlich zwei Optionen. Also entweder ich trage eine Nautilus, die ist schön flach, oder was muss es eigentlich eine Uhr sein aus meiner Sammlung oder irgendeine? Wir haben sie, keine Regeln aus, also was da einfällt. Was dir einfällt, genau. Dann ist es eine Cartier Tank. So ein Ding am schwarzen Lederband, weil für mich muss so eine, ich werde wahrscheinlich ein Tuxedo tragen und zum Tuxedo trägt man eigentlich keine Uhr, aber wenn man eine Uhr trägt, dann muss ein Dress sein. Also das heißt, ganz dünn, relativ klein, time only und schwarzes Lederband und in Gold bevorzugterweise. Was würdest du tragen, Erik? Ja, ich bin richtig unkreativ, weil das würde ich nämlich auch. Oder ich würde so ein richtiges Fuck-off-Statement machen und einfach eine Casio tragen. Und sagen. Das wäre auch cool. Das wäre sicher ein Gesprächsöffner, wenn möglich. Oder man wird gleich wieder rausgeschmissen. Max, du? Ja, was ist deine? Es gibt ja diese Geschichte vom Prinz William, dass er ja immer noch die Omega Seamaster von seiner Mutter trägt, also die er von seiner Mutter geschenkt hat. Stimmt, ja, richtig, genau. Das Quarzmodell. Ja. Demnach würde ich wahrscheinlich auch eher so kontrovers zum Outfit die blaue Seamaster tragen, die ich habe. Zwar die neue, aber vielleicht gibt es da dann irgendeinen Bonding-Moment und man wird in die Familie aufgenommen. Keine Ahnung. Sehr gut, gut durchdacht. Vielleicht zum Abschluss nochmal kurz, wo findet man dich? Also klar, The Wrist Guy, aber auf welchen Kanälen können die Leute dich jetzt anschauen, wenn sie sagen, sie haben Interesse und kennen dich noch nicht? Also hauptsächlich auf YouTube mal. Wenn ihr einfach Wrist Guy eingibt, dann werden schon ein paar Videos aufkreuzen oder sonst auf Instagram. TikTok auch mit Reels, aber das ist immer derselbe Content, wie ihr auch auf Instagram findet bei den Reels praktisch. Also Instagram und YouTube oder eben beim Online-Shop bei www.thewristguy.eu. Sehr cool. Ja, dann würde ich sagen, Max, passt, oder? Ja, vielen Dank, dass du heute da warst. Danke für deine vielen Zeit. Dank auch. Hat Spaß gemacht. Und danke sehr. Dann hoffentlich können wir mal schauen, in ein paar Monaten oder 1-2 Jahren machen wir mal das nächste Gespräch und gucken, wie sich es bei dir entwickelt hat und wie es sich vielleicht auch bei uns entwickelt hat. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr gern. Danke, dass ich dabei sein durfte und hat auch viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Das freut uns. Alles klar, dann schönen Tag noch. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.